Hinter dem Bahnhof befindet sich relativ unscheinbar der Standort einer Gemeinschaft, die man zunächst wohl eher in den USA vermuten würde. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Den meisten sind deren Anhänger wohl eher als Mormonen bekannt, wobei diese Bezeichnung als abfällig empfunden wird. Die Glaubensgemeinschaft mit ca. 40.000 Mitgliedern in Deutschland zählt in Münster rund 80 Gemeindemitglieder. Geleitet wird die Gemeinde aktuell von dem Gemeindepräsidenten Siegfried Thewes. Also meine Frau und ich sind hier berufen, in der Gemeinde Münster als Zweigpräsident zu dienen. Meine Frau dient in der Frauenhilfsvereinigung und wir erfüllen eigentlich eine Mission. Wir sind vom Pfarrpräsidenten, von dem Sie ja gerade gehört haben, berufen worden, in Münster eine Mission zu erfüllen. Wir hatten uns gemeldet und der Kirche zur Verfügung gestellt, dass wir als Ehepaar, das nicht mehr berufstätig ist, eine Mission erfüllen möchten, und er hat gesagt, wir werden in Münster gebraucht und gehen jetzt nach Münster, und das machen wir dann auch. Wie der Name Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage schon vermuten lässt, handelt es sich um eine christliche Glaubensrichtung. Die Heiligen der letzten Tage beziehen sich hier auf alle bekennenden Gemeindemitglieder, die in der sogenannten letzten Evangeliumszeit vor der Rückkehr von Christus auf die Erde leben. Die Mitglieder der Kirche bezeichnen sich selbst entschieden als Christen. Ja, wir glauben sicherlich alle an den gleichen Gott, an seinen Sohn Jesus Christus, an den Heiligen Geist. Die Organisation ist etwas anders, die Entstehung der Kirche ist etwas anders. Wir sind also keine protestantische oder katholische Strömung irgendwo, sondern sind eigenständig. Die Kirche wurde im Jahre 1830 von Joseph Smith in den USA gegründet. Die Religion umfasst im Gegensatz zu den klassischen christlichen Glaubensrichtungen neben dem Alten und dem Neuen Testament auch noch ein drittes Evangelium. Nach dem Glauben der Kirche ist das Buch Mormon eine Ansammlung von heiligen Schriften, die von Joseph Smith gefunden und ins Englische übersetzt wurden. Das Buch Mormon beschreibt die Besiedlung Amerikas durch die Israeliten, deren Entwicklung und schließlich auch den Besuch des auferstandenen Jesus Christus. Jeden Sonntag um 10 Uhr findet der Gottesdienst der Gemeinde statt, an dem oftmals auch amerikanische Mitglieder der Glaubensrichtung teilnehmen. Diese sind hier, um ihren missionarischen Dienst nachzukommen. Aber auch innerhalb der Gemeinde werden die verschiedenen Aufgaben an die Mitglieder verteilt. Es werden Berufungen ausgesprochen, nicht weil man das bereits kann, oder man von demjenigen glaubt, dass er das gut kann, sondern weil derjenige das lernen soll, in der Berufung zu dienen. Es geht immer um den Dienst. Der Gottesdienst umfasst das Abendmahl, bei dem Brot und Wasser gereicht werden, das Singen von Kirchenliedern und Ansprachen von männlichen und weiblichen Mitgliedern der Kirche. Außerdem wird über Berufungen einzelner Mitglieder abgestimmt. Nach dem Gottesdienst findet sich die Gemeinde in nach Alter und Geschlecht getrennten Klassen zusammen, in denen verschiedene Passagen aus den Heiligen Schriften vertieft besprochen werden. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Eine Religion, die ihren Weg vom amerikanischen Kontinent nach Europa gefunden hat und hier zumindest für ihre Mitglieder wohl nicht mehr wegzudenken ist.